einer neuen Folge von 5 Fragen, 5 Antworten. Hallo Stefan. Was flüsterst du so, Alexandra? Unser neues Format, getrennt wieder mal. Du in einem Zimmer mit lila Blümchen hinter dir. Ja, ich stehe wahnsinnig im Garten, auf Hibiskus. Ich im Garten mit schönem Grün hinter mir. Ja, wir sind nach wie vor, du bist noch etwas kränkelnd, sag ich mal, kann man das verraten? Ich bin immer noch richtig ordentlich krank, kann man, glaube ich, sagen. Aber auf dem Wege der Besserung. Ja, ich hätte vor einer Woche nicht gedacht, ich dachte, da bin ich schon am Höhepunkt angelangt, da fing es erst an. Okay, und die Zuschauer danken es uns, womit du siehst ein bisschen schlecht aus und keiner guckt mehr zu. Also, du musst mal wieder richtig in Form kommen, dann schnellen auch wieder unsere Einschaltquoten in die Höhe. Ja. Aber es hat ja nicht gereicht, dass ich gesagt habe, ich mache die Sendung aus dem Bett. Das ist echt traurig eigentlich. Also und heute schon wieder, ne? Hast du mir verraten. Ja. Okay. Also ich im Garten, heute mal so ein bisschen im Räuberzivil. Das ist ja unsere Wahlkampfausrüstung, unser Wahlkampf-T-Shirt. Das sieht so von vorne aus. Das ist jetzt nicht so spektakulär mit der AfD. Ich bin ja nun mal in der AfD. Aber Rückseite, pass auf, Rückseite haben wir auch. So, Freiheit, Demokratie, Grundrechte müsste da stehen, ne? Mhm. Freiheit, Demokratie, Grundrechte. Stefan Brandner, und da werden wir in den Wahlkampf starten. Alle Mitarbeiter von mir sind schon so eingekleidet. In ihrer Freizeit unterstützen die mich ja dann, nur du noch nicht. Ne? Du warst leider noch nicht dabei. Ja. Aber wir haben auch viele Freiwillige, die mitmachen. Ich bin auch gerade keine große Hilfe, egal beim Pass. Ja. Nein, ich finde es ja wirklich auch gut, dass die Mitarbeiter in ihrer Freizeit und im Urlaub dann auch unterstützen. Finde ich gut, dass die dann auch so dahinter stehen. Tolle Sache. Ja. Machen die vielleicht auch, weil sie wieder einen Job wollen. Vielleicht, man weiß es nicht, was den einen oder anderen umtreibt. Vielleicht wollen die auch nur eine bessere Politik. Das wollen die auch. Ja. Da bin ich mir ganz sicher. So. Bei mir gibt es zwischendurch immer mal einen Schluck Kamillentee. Das optisch könnte es auch eine Urinprobe sein. Du bist sicher, dass du da nichts vertauscht hast? Nee, habe ich gerade gut hingekriegt, danke. Dann bin ich beruhigt. Worum geht es denn heute? So, es passt ganz gut, dass meine Laune nicht gut ist. Wir erleben gerade ein schreckliches Hochwasser. Ja. Und ich verrate, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, mein geheimer Ort, an dem ich bis gestern gepflegt wurde, war genau mittendrin. Also ich bin gestern quasi geflohen aus, das kann man schon so sagen, ich bin geflohen aus der Region, in der das Hochwasser wirklich sehr, sehr schlimm ist. In meiner Familie sind Leute schon evakuiert worden. Andere warten derzeit, ob der Staudamm hält oder nicht, sitzen auf der Tasche. Und die Situation dort ist ganz, ganz fürchterlich. Das muss man schon sagen. Geht es um die Ruhrtalsperre? Nee, die andere. Die andere. Ich hab nur vorhin mal gelesen, Ruhrtalsperre. Ja, es ist ein Drama, was sich da abspielt. Es ist fürchterlich. Hätte ich mir nicht vorstellen können. Wir hatten ja in Gera, ich bin ja in Gera und wir senden auch heute aus Gera. Wir hatten 2013 ein schlimmes Hochwasser, 1981, glaube ich, und 1954. Also alle 30 bis 40 Jahre ist hier Gera auch mal richtig betroffen von so einem Hochwasser in den letzten Jahrzehnten. Und das war 2013, da habe ich ja schon hier gewohnt. Das war wirklich fürchterlich, was da passiert ist. Aber die Bilder, die man da in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz sieht, die übertreffen das Ganze noch. Das sind ja ganze Ortsteile. Ich habe gesehen, so eine Kiesgrube läuft irgendwo voll. Mhm. Und durch die Erosion rutscht das halbe Dorf oder so, das da dran grenzt, schon ab. Dutzende von Toten, sage ich mal, und katastrophale Zustände mit der Trinkwasserversorgung. Also es ist wirklich schlimm, was die Leute da durchmachen. Ja, ich denke, wir sind inzwischen schon deutlich über 100 Tote. Das hat sich ja immer mehr zugespitzt. Und es werden Tausende vermisst. Also, man kennt das ja sonst nur, sag ich mal, aus dem Fernsehen. Bangladesch ist ja sehr oft von solchen Hochwassern betroffen. Dann denkt man, sowas kann in Deutschland eigentlich in dem Ausmaß nicht passieren. Wenn man dann damit konfrontiert wird, das ist dann schon schockierend. Ja, das muss ich auch sagen. Ich habe Bilder gesehen, ich verfolge das jetzt natürlich. Das Krankenhaus in der Region ist kein Krankenhaus mehr, da ist nichts mehr über. Gut, das hatte sowieso eine Renovierung dringend nötig, aber da steht das Wasser bis zum Dach sozusagen. Erftstadt ist komplett unterspült, die Häuser brechen zusammen einfach. Es ist wie Streichhölzer, man denkt nicht, was das Wasser für eine Kraft hat. Also ich habe das mal, ich kann mich gut erinnern, vor 10 Jahren am Strand von Hawaii, wo macht man bessere Erfahrungen als dort? Ja, da habe ich da so rumgestanden und da hat mich mal so eine Welle einfach so ziemlich unvorbereitet getroffen, flutsch,
war ich weg, ja. Und dann war ich auch eine ganze Weile weg und bin dann so 200 Meter entfernt irgendwann wieder rausgekommen. Und da weiß man so, ui, nicht so mit zu spaßen. Ja, und das, vor allem, das ist auch nach einer kurzen Zeit gar nicht mehr richtig nachvollziehbar, was da passiert. Ich kenne das ja hier aus den Dörfern in der Umgebung. Da rutscht dann so eine Wasserschlammwelle durch. Und zwei Tage später ist Bombenwetter. Und du kommst dahin und alles ist kaputt. Also, weil das auch blitzartig sich die Umgebung ändert. Und das ist wirklich, wirklich schlimm. Also, ich hoffe, ich drücke den Nordrhein-Westfalen da die Daumen. Jetzt kann man sagen, ja, fahrt doch mal dahin und helft. Aber ich glaube, wenn jetzt aus allen Richtungen die Leute dahin fahren und jeder versucht, irgendwo was zu machen, ob das unbedingt weiterhilft, weiß ich auch nicht. Da müssen die Profis ran, natürlich in erster Linie. Die Leute vor Ort, die da sind. Aber jetzt so ein Tourismus da aufzubauen, auch um Bilder zu machen oder Filme zu drehen und solche Geschichten, denke ich mal, das ist eigentlich eher erbärmlich, wenn sowas passiert. Genau wie es erbärmlich ist, dass jetzt die Grünen direkt einen Tag, also eigentlich noch während der laufenden Katastrophe, drehen die Grünen im Wahlkampf richtig auf und sagen, das ist jetzt der Beweis für den Klimawandel und sofort müssen wir jetzt noch alles viel wilder machen mit unserer Ideologie und so. Sowas finde ich widerlich und erbärmlich. Jetzt müsst ihr erstmal, das muss erstmal aufhören, das Chaos da. Da muss halbwegs Ordnung geschaffen werden, wieder aufgebaut werden. Und dann muss man daran gehen und mal die Ursachen erforschen und ob der Klimawandel, der Menschengemachte zu dem, und darauf kommt es ja eigentlich nur an, was wir beeinflussen können, ob der da eine Rolle gespielt hat, das wage ich zu bezweifeln. Ja, das Wahlkampf mit Katastrophen finde ich immer sehr schwierig, muss ich sagen. Also ich habe. Ja, den Grünen ist ja nichts so schade, aber die Katastrophen-Baerbock, ich meine, die eine Katastrophe nach der anderen, da macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Dieses erbärmliche Gehabe der Grünen im Umfeld, das sind ja nicht nur die Grünen, auch diese ganzen Lobbyverbände, die um die Grünen herum gruppiert sind, wie die jetzt versuchen, da Honig draus zu saugen oder gut rauszukommen aus dieser Katastrophe. Also Wahlkampf auf den Rücken von Toten, von Ertrunkenen, eine widerliche Geschichte. Hast du Helge Lind gesehen mit diesem Sack in der Hand? Den Sandsack. Ich habe das Bild da gesehen und dachte mir, um Gottes Willen, was ist das? Gut. Nein, das ist das stört halt auch, ja. Also ich finde das total respektlos, den Helfern und den Betroffenen gegenüber, wenn sich da so ein Politiker mit weißen Turnschuhchen hinstellt und den Sandsack im Arm hält, um ein Bild zu machen. Also. Ja. Aber vielleicht, ich sag mal, vielleicht geschieht ja doch ein leichtes Umdenken jetzt. Wir blasen ja hier im Jahr in Deutschland zig Milliarden Euro raus, um den weltweiten Klimawandel irgendwie zu beeinflussen. Ne? Ich sag mal, wenn man nur einen Bruchteil von diesem Geld, was ja auch in Laberrunden, in Stuhlkreise fließt und in welche Hüpfaktionen, wenn man nur einen Bruchteil dieser Milliarden, die uns abgeknöpft werden als Steuerzahler und als Energieverbraucher, wenn man nur einen Bruchteil dieser Milliarden in Projekte investieren würde, die, sag ich mal, den Klimawandel flankieren, beispielsweise bessere Hochwassermaßnahmen, die Frage, wie baue ich, wenn es wärmer wird, schattenspendende Häuser, größere Abstände oder Häuser so bauen, dass sie sich gegenseitig Schatten spenden. Wenn also das in praktische Maßnahmen fließen würde, diese Milliarden, die hier rausgehauen werden für diesen Klimahysterie-Unsinn, dann wären wir schon viel weiter. Und ich weiß nicht, ob solche Ausmaße, wie sie da gerade in Nordrhein-Westfalen erleben und in Hessen und Rheinland-Pfalz, ob die dann da wären. Ja, also ich meine, eine vernunftorientierte Politik wäre auch da nicht fehl am Platze. Ja, ich glaube auch, die zunehmende Versiegelung des Bodens ist ein großes Problem, was gerne ausgeblendet wird einfach. Ja, das wird alles zu. Genau, auch mit Windrädern. Ja, ich meine, das ist ja das nächste Problem. Wenn man sich mal anschaut, welche riesengroßen, vom Durchmesser her, welche riesengroßen Fundamente für so ein riesengroßes Windrad gebraucht werden, dass ich pro Windrad einen Hektar Wald ungefähr roden muss. Und Wald speichert ja auch Feuchtigkeit. So, also genau die Maßnahmen, die jetzt angeblich gegen den Klimawandel helfen sollen, also die erneuerbaren Energien, die schaden dem Klima und die schaden letztendlich auch in solchen Situationen, wo mit Hochwasser zu kämpfen ist. Ja, ist halt immer, wenn man nur von Mittag bis um 12 denkt, dann geht das so aus. Wir haben mich vom Klaus Kleber, habe ich da mal irgendwas gesehen, der Jetstream irgendwie würde langsamer, weil der Nordpol da so ein bisschen sich erwärmt hat. Aber ich behaupte mal, dass auch die Windräder, es gibt ja inzwischen allein in Deutschland 25.000, 30.000 Windräder. Wenn man das weltweit sieht, also gibt es wahrscheinlich Hunderttausende von Windrädern und die nehmen natürlich auch die Energie aus dem Wind raus. Das wird auch Auswirkungen auf das Wetter haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Windräder an dem Hochwasser schuld sind, aber das ist ein ganz komplexes System. Wenn man an einer Stelle eingreift, dann möglicherweise verändert sich ganz so anders irgendwas, was man nicht möchte. Also nur zu sagen hier, nur CO2 ist schuld, das ist völliger Blödsinn.
Und nur Windräder helfen uns ist auch völliger Blödsinn. Es braucht also eine vernunftbasierte Debatte, die hoffentlich endlich mal anfängt, in Schwung zu kommen, jenseits dieser ideologischen, verblendeten klimareligionsähnlichen Strukturen, da sage ich mal. Und dann wird man irgendwie eine Lösung finden. Wie gesagt, für mich würde das Hauptaugenmerk darauf liegen, tatsächlich konkrete Maßnahmen zu ergreifen, nicht gegen den Klimawandel, sondern Maßnahmen, die uns vor dem Klimawandel, sage ich mal, schützen. Ja, keiner bestreitet, dass sich das Klima wandelt. Das soll es wohl immer getan haben. Seit mehreren Milliarden Jahren, genau. Dass das nicht statisch ist, das könnten inzwischen auch die Grünen herausgefunden haben. Genau. Aber ja, wir müssen mit den Folgen lernen, umzugehen. Und da scheint mir überhaupt kein Willen dazu zu existieren. Richtig. Das wird so getan, als wenn man jetzt kurzfristig was machen könnte. Und das hat möglicherweise auch viele Menschen in eine falsche Sicherheit gewogen. Dass sie gesagt haben, jetzt stehen ja überall Windräder, jetzt kann Hochwasser nicht mehr passieren. Ja, den Klimawandel haben wir im Griff, das ist Unsinn. Es nützt nichts, Windräder aufzubauen und Photovoltaikanlagen, die unter Umständen ja noch viel klimaschädlicher sind als eine vernünftige Heizung. Und es nutzt auch nichts, immer nur auf eine Stelle zu gucken und zu sagen, alles andere spielt keine Rolle. Das ist fatal. Nun hat die Katastrophe aber auch gezeigt, was noch so schief läuft im Land. Und ich meine damit das vollkommene Totalversagen des öffentlichen Rundfunks. Hast du das mal verfolgt? Ich habe das genau. Das haben wir in Thüringen jetzt natürlich nicht so mitbekommen, weil der Rundfunk jetzt hier, klar, der hat Nachrichten gebracht, aber es war halt nicht so akut in Thüringen, dass es berichtet werden musste. Aber was ich mitbekommen habe, war, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, insbesondere WDR 2, glaube ich, ne, weil das, wenn ich das richtig gelesen hatte, WDR 2, also, das dürfte einer der größten Hörfunksender deutschlandweit sein. Der hat sich also in der ersten Katastrophennacht damit begnügt, irgendwelche historischen Ereignisse aufzuarbeiten und eine Popsendung auszustrahlen. Irgendwie so eine zusammengestückelte Liedersendung, die regelmäßig unterbrochen wurde dann durch Verkehrsnachrichten, aber nichts anderes. Also in so einer Situation gerade, wo ja das Informationssystem, die Kommunikationssysteme überstrapaziert sind, möglicherweise auch zusammengebrochen sind, Handy, WLAN nicht mehr funktioniert, da kommt es auch auf einen vernünftigen Rundfunk an. Aber die hochbezahlten Herren und Damen beim WDR haben sich wahrscheinlich entweder zusammengesetzt und neue Strategien im Krampf gegen rechts auszuarbeiten in der Nacht oder haben gesagt, komm, wir haben für 22 Uhr Feierabend nach uns die Sintflut und wir senden dann morgen weiter. Also ja, es ist eine tierische Blamage. WDR ist, ich bin ziemlich überzeugt davon, der größte, also finanziell auch Milliarden Budget dürften die haben. Und die sind nicht in der Lage, in solchen Katastrophensituationen vor Ort, naja, muss man ja nicht unbedingt berichten, aber man muss berichten, was vor Ort los ist. Und wir haben ja auch ein dichtes Netz von Journalisten und von Redakteuren, also ein Komplettversagen. Ja, ich meine, das wäre genau der Moment gewesen, wo man sagen kann, dafür ist öffentlich-rechtliches Fernsehen oder Radio, Rundfunk da. Ja, das, genau. Das war der Moment. Ja, also was Ähnliches soll schon mal vor 5, 6 Jahren auch passiert sein. Ne? Pfingsten 2014, wenn ich es richtig im Kopf habe, gab es auch schon mal so Katastrophen. Da hat der WDR sich schon darauf zurückgezogen, irgendwelchen Klamauk auszustrahlen, aber sich nicht darum zu kümmern, was vor Ort los ist und seinen Auftrag wahrzunehmen. Und das passiert halt, wenn man so einen aufgeblähten Apparat hat. Deshalb sagen wir als AfD ja, ohne jetzt die übliche GEZ-Schelte anfangen zu wollen, wichtig ist es, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch um die Regionalität kümmert. Ja. Das machen Private nicht. Die kümmern sich nicht um Wuppertal. Ja, oder vielleicht wenn dann, aber nur am Rande. Die können das finanziell gar nicht stemmen. Und genau dafür ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk da. Eben die Regionen, die ansonsten von Privaten nicht bedient werden, zu bedienen, öffentlich-rechtlich berundfunkt. Und das wäre halt da angezeigt gewesen, ist aber nicht passiert. Aber ich vermute mal, es wird im WDR auch nichts passieren. Die werden sagen, oh, Entschuldigung, nächstes Mal machen wir alles besser. So wie sie es schon mal 2014 gesagt haben und dann passiert gar nichts. Sorry. Ja. Ja, ich vermute mal, vielleicht wurde auch der ein oder andere Bürger in die Irre geleitet, dass wir seit Jahren hören, Dürre, kein Wasser mehr, Wassermangel. Und da hat vielleicht auch der ein oder andere dann gedacht, ja gut, Hochwasser kann ja nicht mehr passieren, wenn immer überall Dürre ist, wo soll das Hochwasser herkommen? Also das war vielleicht auch ein bisschen sehr verengt, sich immer nur auf diese Dürresommer zu beschränken und hinterher zu sagen, oh, da haben wir uns vertan. Also das ist auch, da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja auch nicht ganz unschuldig dran, dass er eben die Facetten, die großen, breiten Facetten, die so ein die Klimaproblematik mit sich bringt, sehr, sehr verengt auf einen ideologischen Weg mit Dürre, Hitze und Klimaerwärmung. Was nun noch dazu gekommen ist, dass es sogar Plünderer bereits gegeben haben soll in der Region, das finde ich ja ganz besonders bitter, oder? Ja, ich habe es auch gerade im Netz gelesen, 5 werden verhaftet worden. Das ist ja das Erbärmlichste, was man machen kann. Dass, wenn viele Menschen um ihr nacktes Überleben
kämpfen, sich möglicherweise auch gegenseitig helfen und dann ihre Haustür nicht abschließen, weil sie gerade dem Nachbarn helfen. Wie krank muss man sein, dass man sowas ausnutzt und dann da einbricht? Oder das ist für normal, also das dürfte eigentlich für gar keinen Menschenverstand nachvollziehbar sein. Nun ist es ja so, dass Sebastian Münzenmeier, der ist ja der Spitzenkandidat aus Rheinland-Pfalz für die Bundestagswahl. Ich habe gesehen, der hat auch schon ein Hilfsprogramm sozusagen eingerichtet, oder? Oh, das ist prima, dass die AfD Rheinland-Pfalz sich darum kümmert. Ich habe gehört gerade, ich habe mit Tino Chrupalla telefoniert, unserem Bundesvorsitzenden und auch Spitzenkandidaten. Der ist auch jetzt in dem Augenblick, also wir zeichnen jetzt auf, Freitag 13.30 Uhr etwa, der ist auch in Rheinland-Pfalz, macht sich ein Bild vor Ort und versucht, soweit es geht, AfD-Hilfe anzubieten und umzusetzen. Oder er kennt bestimmt auch viele, die im Nachhinein mit anpacken können. Ja, ich meine, er kommt ja aus seiner Region, ne? Oder Hochwasser gibt es ja auch mehr oder weniger regelmäßig. Das ist ja auch schon sehr häufig abgesoffen, sage ich mal, das Stück Deutschland an der polnischen Grenze. Und gerade hier im Osten sind wir auch Hochwasser geplagt oder Hochwasser gewohnt, kann man nicht sagen, aber Hochwasser geplagt, weil ja hier im Osten von der geografischen Struktur, wir haben ja keine großen Flüsse, bis auf die Elbe. Das heißt, diese kleinen Flüsschen, die wir haben, die laufen sehr schnell über und das kann katastrophale Auswirkungen haben. Mhm. Deshalb passiert das hier relativ schnell. Im Westen ist es anders, da gibt es die großen Flüsse wie Rhein und so, die hat man halbwegs im Griff und in den letzten Jahrzehnten schon, die sind auch viel größer, die können ja viel mehr aufnehmen, in den letzten Jahrzehnten hochwassertechnisch auch schon bearbeitet. Deshalb, ich hoffe sehr, dass jetzt auch aus Thüringen beispielsweise Hilfe anrollt, was das Technische Hilfswerk angeht, die Bundeswehr hilft mit und so, das, denke ich mal, schweißt auch dann die Landesteile weiter zusammen. Ich kann dir verraten, dass bei meiner Flucht gestern mir sehr, sehr viele THW, Feuerwehr und so weiter entgegengekommen ist und offensichtlich aus ganz Deutschland da Hilfe anrollt. Ja, ich denke mal, es sind auch viele freiwillige Feuerwehren dabei. Da müssen wir in dem Zusammenhang natürlich nochmal da reinnehmen. Das sind alles Ehrenamtler, die das nebenbei machen. Also in ihrem Dorf, in ihrer kleinen Gemeinde, in ihrer kleinen Stadt freiwillige Feuerwehr machen, neben ihrem Beruf nachts von Sirenengeheul rausgeholt werden. Und diese Ehrenamtler, die kriegen dafür so gut wie kein Geld, keine klitzekleine Aufwandsentschädigung, ab und zu mal einen Handschlag. Und das ist ganz wichtig für uns, auch den ländlichen Raum zu stärken, sagen wir immer, um auch freiwillige Feuerwehren in der Fläche beispielsweise zu erhalten, die dann in solchen Notfällen auch woanders helfen können. Und deshalb ist also ländlicher Raum keine leere Hülse, die wir daraus bleiben, sondern das ist extrem wichtig für die Versorgung in ganz Deutschland. Ja, ländlicher Raum ist Lebensraum und zwar ziemlich schöner. Ja. Ja, von weißt meiner du? Seite haben wir das Thema aufgearbeitet. Ja, es ist ein bisschen ein bitteres Thema heute, aber es war mir auch mal ein Anliegen, dazu was zu sagen. Ich hoffe, der eine oder andere sieht auch jetzt unsere Sendung vielleicht mehr als die letzte Sendung. Und also ich drücke den Betroffenen da im Westen der Republik alle Daumen, die ich habe, also alle beide, und hoffe, dass es da schnell wieder aufwärts geht. Ja, ich auch, vor allem wegen der persönlichen Betroffenheit. Hast du jetzt aber da noch irgendwie Verwandte, Bekannte zurückgelassen, oder? Ja, jede Menge. Okay, also hast du den direkten Draht. Hast du Bilder gemacht? Kannst du irgendwas einblenden, was du da in den letzten Tagen erlebt hast, oder ist das nichts? Nee, ich bin nicht so mobil. Okay, ja, das muss man auch nicht. Kein Katastrophentourismus. Nein, das meine ich nicht. Bilder gibt es ja auch genug. Kann man im Internet gut gucken. Gibt es ja viel zu sehen. So. Dann nächste Woche, wir gucken mal jetzt positiv in die Zukunft. Ja, nächste Woche, was haben wir da? Wir haben am Montag sollte sich ja der Thüringer Landtag auflösen. Das ist jetzt Geschichte, habe ich gerade mitbekommen. Also die Rot-Rot-Grün-Schwarzen haben sich da irgendwie, ach, dann machen wir das doch nicht. Ja. Ja, also die AfD war ja dem gegenüber schon von Anfang an skeptisch eingestellt und ja, man sieht, ohne AfD bewegt sich wenig. Das ist zunächst mal gut so. Mal sehen, wann jetzt hier Thüringen politisch endgültig den Bach runtergeht. Bin mal gespannt. Am Mittwoch nächste Woche ist nochmal interessant, Bundesverfassungsgericht. Das Thema hatten wir beim letzten Mal, ne? Oder? Hatten wir darüber gesprochen? Ja. Die Klage der AfD-Partei gegen Merkel und die Bundesregierung wegen Thüringen, wegen der Rückgängigmachung der Wahl mit den mutmaßlich befangenen Verfassungsrichtern, die ja zum Abendessen zu dieser flotten Sause bei Merkel nochmal eingeladen waren. Werden wir uns am Mittwoch beschäftigen, mal gucken, was dabei rauskommt. Und ansonsten noch ein bisschen unterwegs. Wo drehen wir nächste Woche? Hast du schon eine Idee? Oder drehen wir gemeinsam? Meinst du, das geht? Ich gebe mir Mühe. Also wir alle. Also wer es nicht möchte, schreibt es bitte mal unten runter. Aber ich denke mal, es werden ganz wenige sein, die nicht möchten, dass wir dann wieder in trauter Zweisamkeit nebeneinander sitzen. Ja, ich bin guter Dinge. Jetzt muss langsam mal bergauf gehen. Noch 5 Kilo weniger geht ja nicht.
Wie, 5 Kilo sind schon weg? 5 Kilo sind weg, ja. Und wo? Überall. So allgemein. Okay, bin mal gespannt. Gut, dann in diesem Sinne. Wir sehen uns nächste Woche. Ja. Schalten Sie wieder ein. Und im Zweifel ein besseres Wochenende den Menschen, die eine schlechte Woche hinter sich haben. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.